Heute für euch, wie Albus Dumbledore Lord Voldemort von Anfang an manipuliert hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir eine äußerst eigenartige Theorie aus dem Harry Potter-Universum besprechen, die einige fragwürdige Handlungen und Verhaltensweisen von Albus Dumbledore in den Fokus stellt. Sie legt nahe, dass Albus Dumbledore, der als weiser, alter, liebenswerter und wohlwollender Zauberer und auch Schulleiter von Hogwarts bekannt ist, in Wirklichkeit ein geschickter Manipulator war, der möglicherweise für die Zerstörung von Lord Voldemorts Seele verantwortlich war. Diese Theorie behauptet, dass Dumbledore Voldemort ähnlich wie Harry geopfert hat, wie ein Schwein auf der Schlachtbank. Zunächst einmal möchte ich aber darauf hinweisen, dass es zahlreiche Theorien gibt, die darauf hindeuten, dass sich hinter Albus Dumbledore viel mehr verbirgt, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Eine der prominenteren Theorien beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Albus Dumbledore und Harry Potter. Fans argumentierten, dass Dumbledore Harry bewusst als Opferlamm erzogen hat, da er wusste, dass Harry letztendlich sterben müsste, um den Horcrux in ihm zu zerstören. Diese Theorie besagt, dass Dumbledore Harry in vielerlei Hinsicht beeinflusste und entscheidende Informationen nur preisgab, wenn es unbedingt notwendig war, um Harry möglicherweise seinem vorbestimmten Schicksal näher zu bringen. Andere Theorien, die Dumbledore als ein manipulatives Genie darstellen, beziehen sich auf seine Beziehung zu Severus Snape. In der Saga gelang es Dumbledore Snape dazu zu bewegen, ein Doppelagent zu werden, indem er Snapes Liebe zu Lily Potter als Druckmittel gegen ihn einsetzte. Dumbledore war sehr darum bemüht, Snapes wahre Loyalität vor Harry und dem Orden des Phönix geheim zu halten, was es ihm ermöglichte, die Ereignisse und auch Severus Snape hinter den Kulissen zu lenken. Aber kaum jemand, zumindest keiner, den ich kenne, stellt Dumbledore als fähig dar, den zukünftigen dunklen Lord Voldemort zu manipulieren. Doch wer kennt Voldemort besser als der Mann, der ihn aus dem Waisenhaus geholt hat? Und wer könnte ihn besser beeinflussen als der Mann, der ihn in die Welt der Magie eingeführt hat? Lasst uns direkt beginnen. Beginnen wir mit dem ersten Aufeinandertreffen. Die erste Begegnung zwischen Albus Dumbledore und Tom Riddle fand 1938 statt, als Dumbledore das Waisenhaus besuchte, um Tom Riddle einen Platz in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei anzubieten. Während ihres Treffens informierte Dumbledore Tom über die Existenz der Zaubererwelt und sein magisches Erbe. Tom, der bereits seine eigenen Kräfte gespürt hatte, war von der Aussicht begeistert, Hogwarts zu besuchen. Zu dieser Zeit war Tom ein 11-jähriges Waisenkind, das Anzeichen von magischen Fähigkeiten zeigte. Allerdings war er auch für sein manipulatives und grausames Verhalten gegenüber den anderen Kindern im Waisenhaus bekannt. Obwohl Tom äußerlich recht harmlos wirkte, verbarg sich dahinter eine grüblerische, dunkle Kraft, die vor nichts zurückschreckte, um anderen Schmerz und Leid zuzufügen. Diese Begegnung zwischen Dumbledore und Tom Riddle ist von großer Bedeutung, da sie den Beginn ihrer komplexen Beziehung markiert, die sich im Verlauf der gesamten Saga widerspiegelt und entwickelt. Diese Begegnung beleuchtet ebenfalls Dumbledores Rolle im frühen Leben eines der gefährlichsten dunklen Zauberer in der Geschichte. Und dies wirft die Frage auf, inwieweit Dumbledore möglicherweise Toms spätere Verwandlung in Lord Voldemort beeinflusst haben könnte. Von Anfang an, seit ihrer ersten Begegnung, hegte Dumbledore Vorsicht und Misstrauen gegenüber dem Jungen. Er kannte Toms dunkle Natur und sein Potenzial für Bosheit. Trotz all dieser Warnzeichen bot Dumbledore Tom einen Platz in Hogwarts an, in der Hoffnung, dass die Schule und die neue Umgebung dazu beitragen würde, Toms Leben in eine positivere Richtung zu lenken. Zumindest wird uns das so dargestellt. Die Theorie, die wir heute diskutieren werden, besagt, dass Dumbledore, als er zum ersten Mal Toms dunkle Natur erkannte, seinen Masterplan zur Manipulation dieses Jungen entwickelte. Als Tom Riddle schließlich nach Hogwarts kam, wurde er dem Haus Slytherin zugeteilt, was gut passte, da er ein direkter Nachkomme von Salazar Slytherin, dem Gründer des Hauses, war. Im Laufe der Zeit erlangte er aufgrund seines Charmes und seiner Intelligenz rasche Bekanntheit. Im Jahr 1942 wurde er zum Präfekten ernannt und schloss 1945 seine Ausbildung ab. Tom hatte keine Freunde im eigentlichen Sinne, knüpfte aber durchaus Beziehungen. Dumbledore beschrieb seine Clique folgendermaßen. Während seiner Schulzeit scharte er eine Gruppe treuer Begleiter um sich. Ich nenne sie so, da es keinen treffenderen Begriff gibt, obwohl, wie ich bereits angedeutet habe, Riddle zweifellos für keinen von ihnen Zuneigung empfand.
Diese Gruppe strahlte eine Art düsteren Glanz in der Schule aus. Sie waren eine bunte Mischung, bestehend aus den Schwachen, die Schutz suchten, den Ehrgeizigen, die nach gemeinsamem Ruhm strebten, und den Schlägern, die sich zu einem Anführer hingezogen fühlten, der ihnen subtilere Formen der Grausamkeit zeigen konnte. Mit anderen Worten waren sie die Vorgänger der Todesser, und tatsächlich wurden einige von ihnen nach ihrem Abschluss von Hogwarts zu den ersten Todessern. Während der vielen Jahre, die Tom Riddle die Schule besuchte, konnten nur wenige Leute seine unterschwellige Boshaftigkeit wirklich erkennen. Die meisten von ihnen ließen sich von seinem charmanten und intelligenten Auftreten ablenken und erkannten nicht, was sich dahinter verbarg. Eine Ausnahme bildete jedoch Dumbledore, der Riddle von Anfang an aufmerksam beobachtete und im Auge behielt. Tom mag seinen bösen Impulsen nicht in dem Maße nachgegangen sein, wie er es im Waisenhaus getan hatte, aber Dumbledore konnte seinen Blick nicht von dem Jungen abwenden, indem er so viel Dunkelheit entdeckte. Im Jahr 1942, nur 4 Jahre nachdem Dumbledore den jungen Tom Riddle nach Hogwarts eingeladen hatte, ermordete Riddle Myrtle Warren in der Mädchentoilette im ersten Stock und schuf dabei seinen allerersten Horcrux. Tom, ein eifriger Schüler mit der Besessenheit, jegliche Form von Macht zu erlangen, verbrachte viele seiner Nächte in der verbotenen Abteilung der Hogwarts-Bibliothek, um sich über Formen der dunklen Magie zu informieren, die für den durchschnittlichen Hogwarts-Schüler völlig ungeeignet waren. Hier begann er mehr über Horcruxe zu erfahren, eine Form der dunklen Magie, bei der ein Teil der Seele eines Zauberers in einen Gegenstand übertragen wird, um Unsterblichkeit zu erlangen. Allerdings fand er in der verbotenen Abteilung nicht alle Antworten, was den jungen Riddle in die Richtung des Horace Slughorn führte, dem Leiter des Hauses Slytherin und einem der Vertrauten von Lord Voldemort. Durch geschickte Manipulation erlangte Riddle schließlich genau die Informationen, die er von Slughorn benötigte, und vervollkommte sein Wissen über die Herstellung von Horcruxen. Von diesem Zeitpunkt an begann Voldemorts Seele ihren schicksalshaften Abstieg. Ab dem Tag, an dem er seinen ersten Horcrux erschaffen hatte, begann für Voldemort ein verfluchtes Leben, das lediglich einem dunklen und bösartigen Zauberer gerecht wurde. Doch was Voldemort unwissentlich dabei tat, besiegelte sein Schicksal und gab ihm ein trügerisches Gefühl der Sicherheit in Bezug auf seine vermeintliche Unsterblichkeit. Nach dieser Vorarbeit jetzt möchte ich mich nun der Frage widmen, was Dumbledores Beweggründe im Hinblick auf diesen gestörten Jungen sein könnten. Dumbledores Motivation war von Anfang an klar. Er wusste, dass Voldemort eines Tages Ärger machen würde. Dumbledore galt als einer der besten Menschenkenner, und wer könnte einen aufstrebenden dunklen Zauberer besser erkennen als ein Partner eines ehemaligen dunklen Zauberers? Dumbledore lud Tom Riddle nicht nach Hogwarts ein, um ihm eine Zaubererausbildung zu gewähren oder ihn auf den rechten Pfad zu lenken, sondern um ein wachsames Auge auf ihn zu behalten und sicherzustellen, dass dieser böse Junge nicht irgendwo anders auf der Welt landet. Was er allerdings nicht wusste, war, dass er dabei unter Dumbledores wachsamem Blick stand. Wie konnte Dumbledore dem Erben von Slytherin erlauben, frei im Schloss Hogwarts herumzulaufen? Und da Dumbledore von Tom Riddles Besessenheit wusste, unsterblich zu werden, beschloss er, diese Information zu seinem Vorteil zu nutzen. Indem er das Buch über Horcruxe absichtlich in der Bibliothek von Hogwarts platzierte, leitete er Voldemort bewusst auf den Pfad der Selbstzerstörung, wissend, dass eine geschwächte Seele und ein trügerisches Gefühl der Sicherheit bezüglich seiner Unsterblichkeit durch Horcruxe Tom Riddle letztendlich schwächen würde. Wir wissen, dass Riddle schließlich Horace Slughorn aufsuchte, um die Lücken in seinem Wissen über Horcruxe zu schließen. Was wir jedoch nie erfahren ist, wie zum Henker Horace Slughorn überhaupt von Horcruxen erfuhr. Und im Laufe der Jahre, in denen er Tom Riddles Handlungen beobachtete, seine nächtlichen Ausflüge in die verbotenen Bereiche, die Manipulation anderer Schüler und vieles mehr, wurde Dumbledore immer sicherer in seiner ursprünglichen Einschätzung. Aus diesem Grund platzierte Dumbledore nur wenige Jahre, nachdem Tom Riddle die Schule besucht hatte, ein Buch über Horcruxe in der verbotenen Abteilung. Er gestaltete es so offensichtlich, dass es für den jungen Tom Riddle leicht zu finden war. Tom Riddle hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er Unsterblichkeit anstrebte, und er hatte es sogar oft mit seiner Gruppe diskutiert. In der Welt der Zauberer war das Wissen über diese äußerst dunkle Magie keineswegs weit verbreitet. Deshalb glaube ich, dass Dumbledore selbst ein ehemaliger dunkler Zauberer vor Riddles Gespräch mit Horace darüber gesprochen hat. Bevor er Riddle das Buch in die Hände drückte und ihn sanft in diese Richtung lenkte, hatte Dumbledore ein offenes Gespräch mit Horace Slughorn darüber. Dabei versuchte er, das Oberhaupt des Hauses Slytherin in diese Angelegenheit zu informieren. Auf diese Weise legte Dumbledore die Saat des Wissens in Slughorns Geist und bereitete ihn mit den Antworten auf den Tag vor, an dem der junge Tom Riddle mit Fragen auf ihn zukommen würde. Von dem Moment an, als der junge Riddle das Rätsel der Horcrux-Erschaffung gelöst hatte, begab er sich auf seine dunkle Reise, um seine Seele zu spalten und seine Unsterblichkeit zu festigen.
Im Jahr 1942 erschuf er den Tagebuch-Horcrux, gefolgt von dem Ring-Horcrux im Jahr 1943 und dem Becher-Horcrux im Jahr 1946. Irgendwann zwischen 1946 und 1979 schuf er sowohl den Medaillon-Horcrux als auch den Diadem-Horcrux. Im Jahr 1981 schuf Voldemort versehentlich seinen sechsten Horcrux, Harry Potter. Im Jahr 1994 setzte er mit Nagini seinen letzten Horcrux in die Welt. Jedes Mal, wenn Voldemort einen neuen Horcrux schuf, gewann er ein neues Vertrauen in die Tatsache, dass er sich immer fester in die Welt der Sterblichen verankerte. Von klein auf sehnte sich dieser Junge danach, an das Leben gefesselt zu sein, während er die Macht hatte, das Leben anderer zu beenden. Doch was er nicht wusste, war, dass der freundliche, alte und wohlwollende Dumbledore, der ihn in seinem Waisenhaus besuchte, die ganze Zeit die Fäden zog. Dumbledore war sich stets bewusst, dass die Einführung von Voldemort in die Welt der Horcruxe ihm ein trügerisches Gefühl der Sicherheit vermitteln würde, was ihn letztendlich anfälliger für eine Niederlage machen könnte. Voldemort hegte eine tiefe Verbindung zu seinen Horcruxen, doch sie ging auf Kosten seiner eigenen Seele. Mit jeder Erschaffung wurde er weniger menschlich und verließ sich vermehrt auf diese Gegenstände, um sein eigenes Überleben sicherzustellen. Dumbledore kannte Voldemorts Fähigkeiten nur allzu gut, war jedoch nicht bereit, ein unschuldiges Kind in einem Waisenhaus zu töten. Stattdessen ließ er Voldemort sein eigenes Leben leben, zog im Verborgenen die Fäden und bewahrte sich somit ein Ass im Ärmel für den Fall, dass Voldemort zu weit gehen würde. Auf diese Weise gelang es Dumbledore, den gefürchtetsten dunklen Zauberer, der je gelebt hat, zu manipulieren. Ziehen wir daraus ein kleines Fazit. Dumbledore hatte in zahlreichen Situationen betont, dass man ihm nicht bedenkenlos Macht überlassen sollte. Und über wen könnte er diese Macht besser ausüben als einen der gestörtesten dunklen Zauberer, der nur wenig Wissen über die magische Welt besitzt? In den Büchern und in den Filmen wird vermittelt, dass Dumbledore im Dunkeln darüber war, was Horcruxe betrifft. Der früheste Zeitpunkt, an dem Dumbledore von Horcruxen Kenntnis erlangte, ist um die Zeit, als Harrys Eltern starben, als er Snape sagte, dass Voldemort zurückkehren würde. Ich glaube jedoch, dass Dumbledore bereits viel früher von Horcruxen wusste und dass er den jungen Tom Riddle genauso manipuliert hat wie den jungen Harry, indem er ihn wie ein Schlachtschwein aufzog. Und das war's mit diesem Video. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.